Hallo, willkommen zurück. Neue Folge Dark Souls Remastered. Fail ist auch dabei. Hi. Und wir haben eine Abkürzung in der letzten Folge freigeschalten. Genau. Und die werde ich jetzt benutzen. Die wird der Captain jetzt benutzen. Da werde ich direkt einfach hier sofort genau hinkullern. Und jetzt kommt gleich einer von den Affen runtergefallen, ich sag's dir. Wahrscheinlich. Oder dir steht direkt einer entgegen. Sei vorsichtig. Okay, hier direkt nicht, aber da sind einige, die halt auf dich warten. Ja, die lauern. Ich glaube, das ist auch der, ja, das ist auch der Weg, den du gehen musst. Diesen Weg muss ich gehen. Genau. Das wird kein leichter sein. Oh. Denn da, ich glaube, irgendwo hier ist noch so ein großer Magier wieder, der dann ständig ja mit Zeug wirft. Ja, ja. Da ist er. Der, das ist der, der oben auf der Treppe steht. Ich wusste nur nicht, ob das ein großer ist oder nicht. Ja, zwei. Zwei große Magier. Wir haben zwei Humanity, warum auch immer. Ja, jetzt wohl nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Nee, das stimmt. Tatsächlich, zwei große zwei Magier. Zwei Stück, habe ich auch nicht erkannt. Zwei. Wobei, eigentlich erkennt man die ja, weil die stehen nicht ja, da. Ja, genau. Genau. Wie so zwei Schränke. Ja, ich war mir nicht sicher, weil ich dachte halt, nee, das, der da, der ganz oben auf der Treppe steht, das kann ja kein Magier sein, weil der da vor, der sieht ja genauso aus. Ja. Und ja, wenn der halt auch ein Magier ist, ne? Holen soll. Lass mich in Ruhe. Ah, nicht, nein. Ah. Ja, und runter. Aber ja, Fahrstühle hochschicken ist so eine der Sachen, die man sich irgendwann in den Soulsborne-Spielen angewöhnt. Ja. Oder muss man mittlerweile Soulsborne-Ring-Spiele sagen? Ich weiß nicht. Nehmen wir es. Naja, ich möchte es auch nicht From-Software-Spiele nennen, weil die haben halt auch noch mehr gemacht als ja das. Sekiro. Naja, nun. Und dann nichts anderes. Nichts anderes. Die ganzen 20 Jahre davor haben sie nichts anderes gemacht. Trinken. Mich lassen. Ja, nee, stürmen. Remix. Ja, die beiden Nerven. Oh, an denen habe ich mir auch so oft die Zähne ausgebissen. Und gleich kommt noch ein Gegner, der ein bisschen nervig ist. Aber ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, der ist kein One-Off-Gegner, aber er wirkt wie so ein One-Off-Gegner. Dass, wenn du den besiegt hast, dass er nicht wiederkommt. Da hinten, da, im Türrahmen, da steht er. Ah, ja. Ist irgendwie so ein komischer Klumpen mit einem Spike oben dran. So ein Klumpen mit einem Spike oben dran. So ein Stock mit einem Tigerkopf auf der Unterseite. Okay, er ist aber der Einzige, der mir jetzt quasi im Weg steht. Ja. Okay. Dann. Und er hat irgendwie auch so eine Bowlingkugel am Arsch. Also, na, okay, es ist eher so eine Fußfessel. Und die kann halt rumschwingen. Ah, okay. Der nervt ein bisschen. Ist ein Herz. Oh, es ist sein. Oh, ja. Nee, das sieht aus wie ein Stöpsel. Okay, ja. Ich habe vergessen, dass wir kacke overpowered sind, einfach. Also, es ist ja wirklich, wirklich simpel, wie wir hier durchkommen. Völlig abgestöpselt. Aber ich glaube auch, es war ein One-Off-Gegner, weil der hatte dieses weiße. Ja, sollte man denken, aber ich glaube, der kommt tatsächlich doch wieder. Oder habe ich den nie besiegt und bin da einfach irgendwann immer an den vorbeigerannt? Das kann auch sein. Weil sein Stöpsel ist er normalerweise auch irgendwie am durch die Gegend schwingen und ja alles. Es könnte gut sein, dass ich dann, während er halt irgendwie schwingt, dass ich dann einfach an ihm vorbeigerannt bin. Das ist auch sehr gut möglich. Und dann ist hier, glaube ich, gleich noch ein. Ein Stöpselist? Nee, ein Aufzug. Ah. Und wenn du den betätigst. Stöpst du? Nee. Aber dann kommt der Aufzug nach oben. Okay, da ist wahrscheinlich. Und da steht direkt drauf ein Gegner drauf, ja. Okay. Hätte ich das mal nicht vorher gesagt, ja, aber ich wollte auch, wollt auch nicht, dass wir jetzt Kuckuck irgendwie ständig sterben oder so, weil, wie gesagt, das Gebiet hier, vor dem habe ich ziemlich Respekt. Hier habe ich jetzt auch keinen Bock, dich auf falsche Fährten zu locken oder ja so. Weil jetzt sind wir im Untergrund von Ulusil. Ah, hier ist das nächste Bonfire. Hier wirkt ein bisschen wie bei Dark Souls 2 irgendwie mit den Kerkern und sowas allem. Vielleicht kommen wir irgendwann dazu. Hey, wenn ihr mehr Souls-Spiele von uns sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch unser Dark Souls Let's Play so sehr gefallen hat. Ich glaube, da kannst du nicht wirklich durch. Nee, sieht nicht so aus. Sieht einfach aus wie hier ist der Abgrund und du stirbst. Ja, genau. Viel Spaß dabei. Ja, ich glaube, da ist tatsächlich nichts aber weiter. Aber ich will trotzdem. Nee, das war's schon. Okay. Genau. So, aber ich bin ja. Ist es das Bonfire, was wir vielleicht direkt upgraden wollen? Wir schauen mal. Ja. Weil ich, wie gesagt, ich glaube, das Remake hat hier irgendwo noch eins gesetzt.
Und hier wäre es eigentlich ganz cool gewesen, wenn wir diese komische Larve haben. Weil hier ist es echt dunkel. Finster war's, der Mond schien hell. Da hinten sah es aber aus, als wenn da noch ein Bonfire ist, tatsächlich. Vielleicht rutsche ich wieder irgendwo runter. Der Schlund des Abgrunds. Oh, Crystal Lizard. Easy. Das hier ist bestimmt eine Falle. Na, da hinten sind auf jeden Fall Gegner. Und ein Item. Was ist das hier? Was soll das sein? Das ist so ein Leuchtstein, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die sich nennen, aber das ist einer von diesen Wegweisersteinen quasi. Ah ja. Ich glaube, wir wollen tatsächlich aber auch, da ist irgendein Item, da leuchtet halt was. Ich glaube, wir wollen tatsächlich hier hin. Ich glaube, da ist es das direkt, wofür wir das Amulett geholt haben oder diesen Anhänger. Ich bin mir gerade unsicher, wo genau das ist, aber irgendwo hier ist das jetzt relevant. Oh, du Bitch. Und wie gesagt, das habe ich halt selbst nie, da bin ich halt selbst nie hingekommen. Da habe ich denn, das habe ich nur bei anderen Leuten gesehen, immer wieder. Yay, Mann, jetzt, hau, nein, du hast mich nicht wirklich noch erwischt. Ja. Och, du Hänsel. Und Gretel, die gingen durch den Wald. Ende. Da war's. So finster und bitter kalt. Dann stand da so ein Häuschen. Mit Pfefferkuchen fein. Und aber die dachten sich, wow, ziehen wir uns rein. Yeah. Jetzt ist das Ding aber rot. Und er aß und aß und aß und aß den Pfefferkuchen. Warum ist blau. Das Ding jetzt rot? Das ist random einfach. Das ist halt, wenn du selbst solche Wegweiser irgendwie hinlegst, dann kommen die halt in unterschiedlichen Regenbogenfarben raus. Okay. Und ist einfach random. Das hat keine Bewandtnis, dass der jetzt rot ist. Das ist ein Auge von einem von den Viechern hier. Ja. Das heißt, dass du einmal da gestorben bist. Das, was? Ja, frag mich. Du hast einmal so weit geschwungen, die Sense ist einfach so riesig, die ist einmal um deinen Körper rumgegangen. Ja, so wird's gewesen. Boah, 1440 Seelen. Das ist eine gute Auflösung. Boah. Aber es macht echt einen krassen Unterschied, wenn man von 1080p auf 1440p hochgeht, was irgendwie so Linien und sowas angeht. Halt einfach das. Ja. 36.000 Seelen weg. Geil. Wenn man so Aliasing und sowas anguckt, man muss halt da, finde ich, nicht mehr unbedingt Anti-Aliasing anmachen oder sowas. Also es ist schon krass, was das angeht. Ja, also so ganz kleine Linien in der Ferne. Ja, in Entfernungen und sowas. Es kommt immer auch natürlich aufs Spiel und alles an, klar. Aber ich finde es einfach krass, was für ein Unterschied. Ich habe halt nicht gedacht, dass der Unterschied von Full HD auf 2K so einen krassen Unterschied macht. Da habe ich den wirklich das Gefühl, dass von eben 2K, also 1440p auf 4K, der Unterschied nicht so groß ist. Wie von 1080p auf halt 1440p hoch. Was irgendwie. Warum hängst du mir im Weg? Du hässliches Stück Scheiße! Ja, weil. Was irgendwie? Ja. Nee, ich habe das einfach nicht erwartet, dass das so einen krassen Unterschied macht. Hey, ja, 2160 ist doch das von 4K, ne? Ja. Unglaublich. Nee, weil nachdem ich hier ja mit unserer Aufnahme das eine Mal das irgendwie so ausprobiert habe, wo das ja nicht so ganz hingehauen hat, habe ich einfach mal generell so ein bisschen nochmal geguckt, eben, ja, wie sieht's denn aus irgendwie mit höheren Auflösungen und sowas. Ob ich das großartig bemerke, ob das einen großen Unterschied macht. Es macht Unterschied. Es macht echt einen krassen Unterschied. Alle sagen hier, ja, yeah, 4K Master Race, als ob. Hat noch nie jemand gesagt, aber ist gut. Also, wieso lebt ihr? Ich hab euch gehauen! Verpisst euch! Aber als ich irgendwie vor 3 Jahren? 2019? Ich glaube 2018. Auf der IFA war, wo die ersten 8K-Fernseher irgendwie vorgestellt wurden und da haben sie dann 2K gegenüber 4K gegenüber 8K gestellt quasi. Und endlich. Ich fand halt jedes Mal,
Nur wenn du den Sprung von 2K auf 8K machst, merkst du einen Unterschied von zwischen 4K und 8K. Gut, das war noch ungefähr so ein 55 Zoll Fernseher, so wie wir hier haben. Finstere Träne, ist auch wieder ein Zauber. Oh, das heißt, das war hier alles vollkommen sinnlos. Anscheinend, ja. Hab ich falsch im Kopf gehabt. Aber hey, da läuft jetzt. aber mit der Größe von dem Fernseher, wie ich ihn habe, macht 8K keinen Unterschied zu 4K. Also wirklich, das siehst du einfach nicht. Die Pixeldichte ist dann einfach so krass gesetzt. Das ist, nee. Unnötig. Wo ich gerade bei sowas war. Nur weil da mal 1440 Seelen stand. Ja. 6840p, das ist es. Das ist die Auflösung. Was ist mit der ganzen Menschlichkeit da unten? 16k. Das sind, ja, das, so sieht das halt hier in der Gegend aus. Also das ist die Nachbarschaft. Hast du was gegen Schwarz? Entschuldigung. Ich schätze, die sind böse, ja. Ja. Die können halt... Nun, die Katze! Die Katze aus der Fensterbank! Ja. Der Running Gag von dieser Aufnahmesession. Aber ich bin nicht Teil ihrer Covenant, das heißt... Ist egal. Kann ich die töten hier? Nee, ne? Du kannst die... Ja, doch, die kannst du töten. Töten. Die solltest du auch töten. Weil... Oder die tun dir nichts an, weil du den Anhänger dabei haben. Ja, du den Anhänger dabei haben. Weil wir den Anhänger dabei haben. Aber die hovern noch zu mir hin. Ja, also die gehen quasi so durch dich durch. Oh ja, greif sie lieber an. Au. Und dann machen sie dir halt Schaden. Und die haben halt, die greifen halt nicht an, dass du irgendwie zurückweichst oder sowas. Sondern die bleiben einfach stehen und dann machen die halt, die ticken halt irgendwie einmal pro Sekunde oder so mit Damage, wenn nicht sogar mehr. Also die können dich wirklich sehr schnell kaputt machen. Ja. Folgt der Katze weiter hinter dir. Ja, ich guck nur, ob hier noch irgendwo... Da unten geht's zum Bossgegner, aber wir wollen erstmal der Katze folgen. Ja, ich folge der Katze. Die Katze ist weise. Genau da rein. Das ist bestimmt gar keine Falle. Ist es auch nicht. Hä? Jetzt kommt. Wo geht's denn jetzt hin? Wow! Wie schnell der einfach. Ja, ich nicht. Was denn, Jo? Komm, jetzt geh ich um die Ecke und wir sind im Tammy Village. Düb. Königlicher Wald. Fantastischste Mega-Abkürzung. What? Aber wirklich? Hier war Artorias. Ja. Aber was bringt mir das jetzt? Wir können immer von dem Bonfire hier oben können wir einfach da reingehen. Ah, das gehört zu Gold. Das ist ziemlich nice. Das habe ich nie gefunden. Aber das wollte mir die Katze nicht zeigen. Die Katze ist irgendwo anders. Das ist nicht Artorias. Mit der Person kannst du reden. Okay. Warum habt ihr Artorias getötet? You, is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Ja. Wollen wir ihr die Seele von Artorias übergeben? Ist eine Scheißwaffe, die wir da rausbekommen. Und die können wir nicht benutzen, also würde ich sagen, ja. Okay. Würdest du nicht sagen? Ja, komm, hier, nimm es. Thank you. You are very kind. Please take this. I no longer need it. Dunkel, Silber, Strahl, Gold, Strahl. May the Lord guide thee. Das sind zwei Dex-Waffen. Wir können die theoretisch so zweihändig machen und dann machen wir mal so einen Wirbelangriff quasi. Und wir haben tatsächlich auf Dex Nein, du greifst die Dame nicht an. Ich will auch nur noch mit dir reden. Wie die Sense hier so. Ja. So. Nun, ich bin der Sensenmann, im wahrsten Spaß Sinne. Viel Spaß mit Ihnen, mit Ihrem... Ich gehe jetzt erstmal zum Bonfire. Aber ja, du kannst dich halt auch dazu entscheiden, einfach ihr nicht die Seele zu geben. Sie greift dich aber dann auch nicht an oder sowas. Nee, warum soll aber ich wenn nicht? Du sie angreifst, dann greift sie dich halt mit den beiden Waffen an. Und dann kriegst du sie halt nur, indem du sie tötest. Aber die beiden Waffen sind natürlich auch nicht upgegradet. Das wäre natürlich dann nicht so optimal, ja. Nee, ich denke, da muss ich erstmal gar nicht gucken, was das ist. Ja, ich dachte gerade, warum gehst du zurück? Aber ja, wir haben ja gerade die Abkürzung freigeschaltet. Die Abkürzung habe ich nämlich, wie gesagt, nie freigeschalten damals. Das hätte vieles so viel einfacher gemacht. Vermutlich ja, weil es ist ja doch schon ein beachtlicher Weg, den man... Ja. Bin denn da immer durch diese halbe
Dingens gehören. Oh, da unten waren wir auch noch nicht. Ach, das ist hier die Schlucht, durch die man, wo man hier mit der Brücke überkreuzt. Ich dachte, das ist nur Deko, man kann da echt lang gehen. Nee, hey, da kann man, lang gehen. Hier ist ja alles. Wir fahren jetzt runter, wir suchen die Katze. Aber wir fahren hoch? Geht denn in zwei Richtungen? Ist das der, das war der falsche Aufzug. Das war der falsche Aufzug! Zieh den Hebel, Kronk. Hä, aber sind wir nicht, wir sind doch straight hier. Ach, hier. Mann, ist das verwirrend. Ja. Yeah. Und jetzt, oh Gott, der ist so schnell. Ich hätte da voll Schiss, wenn ich mit dem fahren würde. Ja. Da wartet direkt hier so ein Seenheini. Ist aber auch schwer. Der denkt echt, der ist menschlicher als ich. Also, naja. Du hast nicht mal einen Körper. Hat eine ganze Menschlichkeit. Im Gegensatz zu uns. Findest du nicht, ich bin menschlich? Naja. Bin ich wenigstens männlich? Jetzt lass dich doch mal, ich will nicht in dich reinglitschen. Ich habe mal so einen Persönlichkeitstest im Internet gemacht. Offenbar bin ich mehr feminin als maskulin. Ja. Aber dann frage ich mich, auf welcher Basis basiert dieses, ich weiß nicht, war das, das so Ergebnis? Gibt es immer zwei Antworten-Ding? Ja, zwei oder vier Antworten oder sowas, aber okay. Ja. Naja. Also ich war so im androgynen Bereich halt. Aber mehr im femininen Bereich. Wir müssen hier runter. Anscheinend. Ja, genau. Oh. Weiter in den Abgrund hinab. Deswegen meine ich, ob der... Jesus! Wow! Der nicht so creepy. Ich glaube halt, diese komische Larve wäre schon ganz nett gewesen, wenn wir die hier hätten. Aber ist, glaube ich, auch eigentlich nicht unbedingt nötig. Nee. Man hat ja hier auch die ganzen Leuchterdingerns. Ja. Und wir haben dadurch mehr Rüstung, dank dem Katharina-Helm, weil die wird definitiv mehr Rüstung, denke ich, geben als der Parasit, den man sich auf den Kopf stecken kann. Ich wollte ich nicht, aber auch gut. Das, was ich an den Gegnern nur ein bisschen blöd finde, ist, dass die so wenig Seelen geben. Ich glaube, jeder von denen gibt nur 12 oder so. Gut, die Großen geben 20, aber der andere hat nur 12 gegeben. Das ist sau wenig. Ich dachte halt, auch jeder von denen droppt eine Menschlichkeit, dachte ich damals, aber nein. Wäre eigentlich nur fair. Das wäre eigentlich nur sehr fair, ja. Der hier doppelt. Hau ab! Ein Doppelbonus. Gaius-Bonus. Oh. Ey. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich muss aufhören, mit den harten Angriff zu machen. Ich mach das hier die ganze Zeit. Wie bekloppt er den harten Angriff? Hast du wieder die Steuerung vergessen und dachte, das ist die einzige Art und Weise? Mit rechten Trigger irgendwas zu machen. Ah, okay. So Gas geben in Forza Horizon. Ah ne, das war das andere Let's Play, wo wir es gebracht haben. Das war bei Sports Resort. La 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 la. Ich lala einfach mit. Ist ja klein. Das war ein Kind. Oh. Ja. Getötet. Dafür ist der hier viel riesiger als alle anderen. Ja, das sind drei Kinder übereinander. Sechs Babys in der Rüstung. Sechs Babys in der Rüstung. Ja. Sind zwei Menschen, sind drei Wiesel, sind sechs Babys. Schwing! So, und jetzt hier ist das entscheidende Item. Die schwarze Flamme, die wir ebenfalls nicht benutzen können. Ich muss irgendwann mal einen Magie-Run machen oder sowas. Ja. Das machen wir dann, wenn wir Dark Souls New Game Plus Let's Play in 10 Jahren oder so, wenn meine Date dann noch existiert. Bin ich von. Ja, ich bin hier untergekommen, ne? Das muss ich. Dann leveln wir einfach auf Magie weiter. Und dann hätten wir Atorias Schwert benutzen können. Verdammt! Da hinten ist irgendwas, aber ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Ja, ich glaube, von hier aus geht's erstmal nicht weiter. Dann musst du wieder nach oben, denke ich. Gasse der Sack. Also hier, du bist hier gerade doch woanders, als ich dachte. Und eigentlich gibt's noch irgendwo was anderes. Also du bist, glaube ich, nicht komplett da hingekommen, wo die Katze dich hingelenkt hat. Da gibt's, glaube ich, noch einen anderen Weg. Weil die lenkt einen eigentlich woanders hin. Aber jetzt weiß ich nicht, wo die zuletzt gewesen ist. Tatsächlich. Da waren irgendwie diese Steinwände und so. Nee, ich glaube, ich bin hier oben noch nicht lang. Nee. Stirb. Das hier ist denn der Weg wirklich zum Bossgegner. Geht man denn hier links runter? Also da muss man dann immer hier runter und dann da gerade unten weiter noch. Und eigentlich kommt man halt von oben irgendwie, also von weiter oben. Und ich glaube, hier unten, hier ist irgendwo in der Richtung, wo die ganzen Typen stehen. Nee, noch, gehen wir noch nicht da lang.
Hier ist, glaube ich, irgendwo noch ein anderes Bonfire gewesen, wenn du wieder weiter hoch gehst, weiter hoch. Rechts ist ein Weg nach oben. Ja, eigentlich, naja, ich lasse die in Ruhe. Ja, die hören auch irgendwann auf, dir zu folgen. Schön. Ich glaube, hier oben war ein anderes Bonfire. Bonfire! Ich weiß auch nicht, ob das versteckt ist. Oder vielleicht ist das auch einfach das letzte Bonfire, an dem wir gesessen haben. Das ist dann einfach der Anfang der Höhle. Wir sind einfach den Weg noch nicht gegangen. Jetzt habe ich mich natürlich an eine etwas prekäre Situation gebracht. Prekär, prekär. Ich launch mich mal einfach hier runter. Hier ist nix. Marktplatz. Das war so ein... Machen sie irgendwie auch. Marktplatz. Prekär, prekär war so ein Running Gag zwischen mir und einer Freundin in meiner Ausbildung. Wenn wir so Zielgruppenanalyse gemacht haben, es gibt halt das prekäre Milieu. Und okay. Da haben wir dann auch immer gesagt, prekär, prekär, wenn irgendwas so in die Richtung ging. Oh, irgendwas. Das Dröhnen ist weg. Ja, anscheinend. Ha. Nee, da ist es wieder. Okay. Hat es das kurz aufgehört. Vielleicht ist das schon der Boss, den du da hörst. Möglich. Ah, oh. Habe ich gefunden. Doppelmenschlichkeit. Nice. Ich glaube, ich habe noch niemanden gesehen, der dahinter geguckt hat. Aber warum sollte man nicht dahinter gucken? Es ist Dark Souls. Weil ich es auch nicht mache. Aber ich habe auch anscheinend sehr viel von Dark Souls verpasst. Vom Content. Aber gut, mein erster Run ging auch nur 50 Stunden oder so. Ja, geh mal weiter. Das Gefühl, ich lässt der... Boah! Oh Gott! Oh, das meine ich! Das meine ich! Wenn man einmal falsch in denen drin steht... Ja... Dann ballern die deine Gesundheitsleiste einfach nur so runter, als wenn sie gerade einen auf Ex trinken würden. Eine bessere Vergleich ist mir gerade nicht eingefallen, oder wie okay. Ich es besser sagen könnte. Die saufen die Leiste einfach weg wie so ein Bier. Nee, das ist auch irgendwie lahm. Weiße Scholle. Oh, die falsche Scholle! Ach. Für eine Magiewaffe wäre das jetzt sehr exzellent. Ah, oh, Mann! Iglu, das ist der falsche Fisch! Kennt Iglu irgendwas anderes rausgebracht, außer Fischstäbchen? Andere Fischprodukte. Okay. Na gut. Captain Iglu. Und diese Backmargarine namens Salmonella. Salmonella? Ja, statt Sanella, ist okay. Ah, Sanella, ja. Ich habe gerade, nee, ich hatte gerade für mich selbst gedacht, wie hieß die nochmal genau? Wie heißt die nochmal richtig? Oder geht's da hinten weiter? Und das ist das, was ich denke. Ich das nicht. Kann auch sein. Ich sehe auch keine Katze. Nee, das ist nur ein Item. Nee. Also die Katze führt dich eigentlich zu einem gewissen Punkt, ja. Die ist aber, der ist aber nicht hier unten. Also wir sind wieder an einem ganz anderen Punkt. Aber ist das mit der Katze zeitkritisch? Nein. Okay, das heißt, ich kann jetzt erstmal das hier machen. Die wartet eigentlich. Ich kann erstmal den Boss einfach machen. Sag das so nebenbei. Naja, nun. Nach dem Boss habe ich aufgehört zu spielen. Für immer. Der hat mich auch echt, echt lange gebraucht. Nicht da reinlaufen. Nur noch 3 Estus, dann schauen wir uns den mal an. Das war ein bisschen Action haben in dieser. Nö. Das ist doch einfach nix. Was labert der denn? Ist diese Sense riesig? Haben wir die blöd. Ganz oben bei uns? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die hängt nur blöd. Ja. Ach, das Ding schon wieder. Ja. Oh Gott, das ist das letzte Mal, dass ich mich von der Hand einfach so greifen lasse. Oh. Glaube ich nicht. Oh, der gehört zu denen. Das ist der Boss von denen. Ja, der Chef. Oh, er hat einen Magierstab. Ja. Yeah. Oh. Darf ich vorstellen? Manus, der Vater des Abgrunds. Derjenige, der Artorias verrückt gemacht hat. Vorsicht, er ist sehr aggressiv. Aber warum? Weil sein Ding halt der Wahnsinn ist. Okay. Also nicht im positiven Sinne, das ist der Wahnsinn, sondern wirklich der Madness. Wahnsinn. Ich meine, sein Name ist nicht umsonst fast Madness. Manus, hör auf! Ja, das meine ich, genau. Das meine ich nämlich. Das ist der krasse Angriff. Er macht dann irgendwie so eine Sima-Kombo. Und er macht da gelegentlich auch mal solche Magieangriffe, die sehr nervig sind.
Aber du hast ihn schon wieder fast zur Hälfte. Oh, weg, 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 weg. Durch den habe ich mich auch irgendwann mal durchgeraged. Oh, und Simon und Nils haben damals so lange für den gebraucht. Ich wollte trinken, aber ich habe... Ja, ja. Okay. So bist du aber gerollt. Ja, naja, ich habe auch Rollen gedrückt. Da hat er wahrscheinlich die Rolle gebuffert und der Mikrofon ist schon wieder runter. Ich komme mal das gegen das Kabel hier, das ist es. Ich muss es wieder richtig hängen. Ah, meinst du das Kabel ja, macht ja, zu viel Gewicht? Ja, es ist Gewicht? Ja so. Ja, nee, ich komme hier, das hing hier so runter und ich bin mit meinem... Hab das dann immer zwischen meinem Oberschenkel und meinem Fuß eingeklemmt. Ich sitze rum. Verstehe. Aber ja. Du hast Manus halt fast gehabt schon. Ja. Das ist krank. Das ist einfach krank, wie easy das mit einer guten Waffe und einem guten Bild ist. Ja, schon merkwürdig. Aber von dem Punkt kannst du doch dann nochmal gucken, dass wenn du hier so dann rauskommst, dann müsste doch irgendwo das mit der Katze gewesen sein. Naja, das war ja schon... War das nicht hier direkt? Ja, das war eigentlich direkt da, aber da war ja nur nichts. Da war nur nichts. Ja, aber ich, also, naja, doch, da irgendwo ist da was. Da, wo dieser komische Steindurchgang war. Aber wir sind ja hier in diesem Steindurchgang. War das, wo sie uns hingeführt hatte? War, ja, stimmt, du hast recht. Aber hier irgendwo muss noch was anderes sein. Hier ist... Irgendwo ist eine versteckte Wand wahrscheinlich. Aber die... War die Katze direkt hier? Ja. Die hatte doch hier irgendwo rechts ja, da die so, hier so gesessen. Aber hä? Das Ding ist halt... Ich bin halt so verwirrt. Ist hinter dem Fahrstuhl eine versteckte Wand? Vielleicht ist unter dem Fahrstuhl was... Nee, das sieht nee, nur nee, nach nee, Abgrund nee, nee. Aus. Hä? Habe ich das falsch im Kopf? Das kann natürlich auch sein. Es kann sein, dass ich das einfach falsch im Kopf habe. Naja, aber meine, die Katze kann ja... Das ist auch Unfug, dass die Katze... erscheint, um einen Weg hierher zu zeigen. Weil ja, ja, den Weg würdest du so oder so finden. Ja, geht's hinter dir noch irgendwie weit? Nein, nee, also zu dem Ding hier weiß ich nicht, hier ob ich das... Runter, wie gesagt, das habe ich ja nicht schon. Gefunden, ja. Und hier kommen wir her, aber die Katze ist den Weg hier entlang erschienen, bis hier ungefähr. Irgendwo so. Doch eine versteckte Wand, wo das ist. Das müsste ich nochmal nachgucken vorher. Gut, vielleicht haben wir einfach das... die Sache dann halt einfach nicht, ja. Die ich halt meinte, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ha. Weiß nicht. Okay, kein Plan. Ich kann ja nochmal. Ganz hier ehrlich. Aha! Okay, doch versteckte Wand. Genau das, hier ist es nämlich. Weil hier diese ganzen Menschlichkeitssäcke. Die Menschlichkeitssäcke. Die sind da hinten halt einfach die ganze Zeit jemanden am Mobben, der da am Boden liegt. Oh, es ist der König der Löwen. Quasi. Sieht aus wie ein Löwe. Mann, jetzt. Sieht aber aus wie ein Löwe. Nee, das ist ein. Oh, Distanzen abschätzen. Genau. Tatsächlich ein uns bekannter Weggefährte. Hör doch auf, ihm Schaden zu machen. Siffi der Suff? Ja, genau. Siff, der Artorias Schwert dabei hat. Nur aus der Vergangenheit, damit wir genau. ihn später töten können. Richtig. Die Prophezeiung wurde erfüllt. Ja, das, was ich immer gehört habe, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber dass halt, wenn man ihn gerettet hat hier, ja. dass er dann beim Kampf gegen Manus helfen kann. Läuternder Turmschild. Soll ich mir den mal angucken? Kannst du machen, ja? Ich nehme mal nicht an. Beschwörten Hund! Läuternder Turmschild. Ja, 75 mit 14 Schwere. Genau. Ein stählender Großschild entstanden aus der Seele des königlichen Ritters Artorias, der in den Abgrund stürzte. Artorias, der tief vernarbt vom Abgrund war, nutzte ihn, um eine Barriere zu erschaffen, die seinen Gefährten Sif schützen sollte. Dabei wurde er abgenutzt, doch sein Schutz gegen Magie wurde gestärkt. Wurde jetzt das Schild abgeschützt? Nein, Sif wurde abgenutzt. Okay. Nein, ja. War eine von drei Optionen. Also ja, das Schild wurde quasi, ja. Oder er selbst hatte dadurch halt... Ah, er hatte dadurch kein Schild mehr gegen diese dunkle Magie und so schaffte es Manus, ihn verrückt zu machen und halt mit dieser ganzen Untergrundmagie und sowas alles halt... Okay. Irgendwie, ja. Oh,
Na, wenn von das mir aus kannst du noch. Na, du kannst von mir aus noch. Okay, dann machen wir noch einen Lauf. Ein Lauf zu Manus kannst du noch machen. Du kannst auch. Ich wollte gerade sagen, vorher nochmal hier runter zum Bonfire, aber hier unten ist ja nicht nochmal eins. Nee, außer es ist hier noch irgendwo was versteckt. Nee. Nee, oh, ich bin du musst nur den, ja, du musst nur den Weg zu Manus wiederfinden. Ja, okay, das weiß ich dann. Das ist ja nur an der linken Seite lang und dann. Nee, einen Anlauf kannst du gerne noch machen, auch wenn du nur vier Estos hast. Aber soweit ich weiß, wenn du halt Sif hier gerettet hast, macht er halt quasi so einen Angriff, der sehr Final Fantasy 8-lastig ist. Ich habe den noch nie gesehen, aber ich habe gehört, dass er dir helfen kann beim Menace-Kampf. Kommt so ein Doom-Train reingefahren. Genau das meine ich. Ich meine jetzt nicht hier Angel irgendwas, nee. Ich meine natürlich Doom-Train. Ich habe den Pisser vergessen. Wie kommt es eigentlich, dass wir während Cuphead, während dem Dingens, während dem Zug-Boss kein Doom-Train-Witz gemacht haben? Haben wir das nie gemacht? Ich glaube, wir haben keinen Doom-Train-Witz gemacht, oder? Haben wir uns den Doom-Train-Witz aufgehoben und dann war der Boss plötzlich schon tot. Aufgehoben? Ja. Das ist gerade irgendwie komisch gesagt. Ja. Aufgehoben? Ja, vielleicht, ja. Nee, ich hatte überlegt, während irgendeinem anderen Let's Play oder irgendwas, irgendeinem anderen, hatte ich gedacht so, dass wir Doom Train nie erwähnt haben. Das kann ja eigentlich nur Cuphead gewesen sein. Der hockt da schon. Ja, ja, da unten ist er schon. Der hockten Hövel. Okay. Achso. Ja, die Cutscene halt. Aber die kannst du mit einem Klick einfach direkt überspringen. Mit einem Klick ist sie im Mund. So, und jetzt, geht's Manus an den Kragen. Thanos. Ja, ich habe überlegt, ob ich sage und dann dachte ich, naja, nee. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man Sif theoretisch beschwören kann oder so, dass er mithilft. Ich habe diese Gerüchte nur gehört, dass es so ist. Diese Gerüchte. Ich habe es halt selbst nie gesehen. Mach was. Aber vielleicht, weil wir Sif jetzt so aus seinem Schutz befreit haben, kann der gar nicht so... Rüstung in Gefahr? ...werden. Wir haben unsere Rüstung... wir haben unsere Ausrüstung generell nie... irgendwie eine ganze Ewigkeit nicht repariert. Okay, kann die zerbrechen, aber haben wir die nie wieder? Nee, ne? Das geht nicht. Wir müssen, glaube ich, dann wirklich zu einem Schmied, um die halt nochmal zu reparieren dann. Doof. Na gut, das ist doof gelaufen. Nächste Folge Rüstungsreparierungsgeschichte, wenn wir jemals den DLC verlassen können. Ansonsten. Wir können den DLC jederzeit verlassen. Oh, fantastisch. Wir können von hier aus können wir nicht wie in der gemalten Welt. Von hier aus können wir teleportieren. Ah, ja. Wir können einfach aus der Vergangenheit in die Zukunft teleportieren. So, ja, also ein bisschen, tatsächlich. Ein bisschen hier. Sonnenuntergang. Ja, ein bisschen Feuer, atmosphärisch hier. Jawohl. Dann würde ich sagen, an der Stelle wäre es das mit dieser Folge von Let's Play Dark Souls Remaster. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Abonnieren, kommentieren, bewerten nicht vergessen. Es sieht immer sehr gut aus. Und Gewinner, abonnieren und schreibt es in die Kommentare, dass sie gewonnen haben. Und an der Stelle heißt es wie ihr und je Tschüss und Ablach Ulasil. Bye.